So, warum haben wir jetzt hier Wildbau zwischen Absperrgitter und Oberträger? Weil der Abstand größer als 7 mm ist. Und schon haben wir Wildbau zwischen dem ganzen Oberträger und dem Absperrgitter. Da liegt ein falsches Absperrgitter auf. Gleichzeitig sehen wir bei dem Volk die Brutkammer und die Futterkammer. Wenn wir jetzt keine totale Brutentnahme machen, wir schauen uns das gleich an, ob es notwendig ist, dann brauchen wir diesem Volk praktisch keinem Rähmchen zusetzen, vielleicht eine Mittelwand. Wenn wir totale Brutentnahme machen, dann belassen wir die Rähmchen, die voll sind mit Honig und mit Futter. Also das ist jetzt ein Volk und kein Kunstschwarm. Sieht man natürlich auch an der Färbung der Waben. Und deshalb machen wir bei diesem Volk totale Brutentnahme zur Sanierung. Jetzt hat dieses Volk einen offenen Boden. Einer der Gründe, warum sich das Volk schlecht entwickelt hat. Also werden wir bei dieser Gelegenheit den Boden mit einer Thermofolie schließen, zumindest teilweise schließen. So, wir entnehmen 5 Brutwaben. Also geben wir 6 Mittelwände in das Volk hinein. So, ich hänge deswegen beim Abschütteln, vorm Abschütteln Mittelwände rein, weil die Bienen dann gleich wieder einen Platz haben, um hochzulaufen. Ich gucke, ob es tropft und schaut her, hier tropft es ein bisschen. Das heißt, es kommt etwas Tracht rein, aber diese Tracht wird im Brutkörper abgelegt und gleich verbrütet und gar nicht bis in den Honigraum getragen.
So, die Biene hat sich entschieden, auch in die Futterkammer zu brüten. Schaut her. Mehrfach bebrütet, dieses Rähmchen. Also kommt diese Wabe auch raus. Nächste Futterwabe wurde auch bebrütet. Die äußerste Wabe nicht. Nichts, auch keine Eier. Also kommt diese Wabe als Futterwabe daher. Eine Wabe in Reserve noch, in der Mittelwand. Schied. Behandlung. Reservefutter. Bienenflucht. Honigraumabfluchten. Da jetzt die Bienen nicht schön sitzen zwischen den Waben, spritze ich auf die in Trauben hängenden Bienen, sodass ich möglichst viele aspiriere. So, die schließt hier vorne nicht gut ab. Ja. Jetzt ist die Frage, liebe Freunde, in welche Richtung schließt sie nicht gut ab? Schließt sie Richtung Honigraum nicht gut ab oder Richtung Brutraum? Wenn sie Richtung Honigraum nicht gut abschlösse, würde ja der Honigraum in dem Maße, wie er bienenfrei wird, leer geräubert. Schließt sie Richtung Brutraum nicht gut ab, dann ist es nicht gravierend, weil da unten sind ja viele Bienen drin. Besser ist natürlich, wenn man so eine Bienenflucht repariert, wenn man bemerkt, dass das Holz langsam anfängt kaputt zu gehen. Ich habe es jetzt nicht bemerkt und da die Bienenflucht nach unten etwas schäbig ist und nicht nach oben, verwende ich sie. Ausnahmsweise noch. Aber die muss dann danach repariert werden. So, jetzt habe ich ja natürlich im Brutraum eine Beträufelung gemacht mit Oxalsäure. Obwohl jetzt noch der Honigraum drauf sitzt. Aber liebe Freunde, die Bienen aus dem Brutraum können ja nicht in den Honigraum gehen. Die Bienenflucht gewährleistet, dass nur Bienen vom Honigraum in den Brutraum gehen können. Also ist in diesem Fall, bei dieser Konstellation, die Behandlung eines Bienenvolks bei gleichzeitigem Aufsitzen eines Honigraums möglich und unproblematisch.